Carsten, hier ist der 19er vom Schiefer. Von den 7 GG-Lagen von Gut Hermannsberg gibt es nur einer mit einem Schieferboden. Ja, das ist der Hermannsberg, der da natürlich extrem auch von geprägt ist, von dem Tonschiefer, der davor herrscht. Und für uns vom Schiefer, das sind die jüngeren Reben, die noch nicht so ganz so tief verwurzelt sind wie die ja, über 30, 40 Jahre alten Reben, die fürs Großgewächs dann einfließen. Das heißt, im Wein können diese Weinberge schon auch die Herkunft so ein bisschen transportieren, diesen Schiefer-Nuancen, die du hast, immer dieses ganz seidig-salzige, was der Wein ja auch explizit hat, was sehr typisch ist für den Hermannsberg, aber noch nicht diese wirklich finale Dimension, was wir für ein Großgewächs eigentlich erwarten. Da geht es bei uns los, Reben zwischen 30 und 70, 75 Jahre sind die ältesten im Moment in Hermannsberg gegeben. Trotzdem, der Wein hat eine wunderbare, subtile Gelbfrucht, wird richtig filigran und der Nachhall ist sehr, sehr lang und salzig. Ja, wir haben dieses Jahr sind wir auf die beiden Ortsweine, also den Niederhäuser einmal, auch den Vulkan, den wir später noch probieren, den Schloss Böckelheimer. Finde ich extrem stolz und gerade auch 7 Terroirs und auch in diesen Weinen siehst du das riesige Potenzial der 7 großen Lagen. Dass wir eben nicht nur kleine Parzellen haben, wo wir unser Großgewächs auch ernten und für die Basisweine kommen die Trauben dann irgendwo her, sondern das ist generell bei uns so, dass wir ein wahnsinniges Potenzial an ganz tollen Weinbergen auch haben und dann diese Selektion auch machen können über das Alter der Reben und so eine super Abstufung auch haben von der Kraft, von der Tiefe. Und in 19 zeigt sich das eigentlich sehr, sehr extrem auch schon, wie charakterstark der Weinberg auch ist mit jüngeren Reben, sage ich mal.